Ein normales und vor allen Dingen ein erfülltes Leben führen zu können, das ist für uns alle wichtig. Besonders für die Menschen, die an einer Erkrankung leiden, wie zum Beispiel der Epilepsie. Und wir sprechen jetzt darüber, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, für die Menschen, also für euch, das Leben vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen. Ich bin Janine Utsch und ich freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei seid bei unserer zweiten Episode unseres Easy Talks Epilepsie im Fokus. Und heute haben wir auch wieder unsere Experten mit dabei. Ich bin sehr dankbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar einmal Dr. Elisabeth Kaufmann, Epileptologin an der LMU München. Und sie sagt zum Thema Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten, jeder Betroffene erfordert einen individuellen Therapieansatz. Mir ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse herauszufinden, denn nur so kann eine Therapie wirklich langfristig erfolgreich sein. Hallo Janine. Und Professor Dr. Steffen Sürbe, Kinderneurologe am Universitätsklinikum in Heidelberg, sagt, das Schlimmste für jeden Betroffenen ist der Kontrollverlust. Wir versuchen alles, diese Angst dem Patienten zu nehmen bzw. zu minimieren. Boah, Angst. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es bei dem der Betroffenen wirklich sehr, sehr zentral ist, gerade wenn es jetzt zur Erstdiagnose kommt. Wie wird denn so eine Diagnose gestellt? Ja, also die Diagnose an sich kann man definitionsgemäß stellen, wenn es mehrfach unprovoziert zu epileptischen Anfällen gekommen ist. Aber auch bereits nach dem ersten epileptischen Anfall können wir gegebenenfalls schon die Diagnose stellen, wenn wir beispielsweise in der Hirnstromkurve, dem sogenannten EEG, typische Auffälligkeiten nachweisen können oder in der Bildgebung des Gehirns, also klassischerweise der Kernspintomographie, dem MRT, hierzu passende Veränderungen sehen können, die typischerweise mit einer Epilepsieerkrankung einhergehen. Dann kann man bereits nach dem ersten Anfall die Diagnose einer Epilepsie stellen und vielleicht sogar anhand der typischen Veränderungen auch sogar schon sagen, welche Subgruppe der Epilepsie, welche Epilepsieform zugrunde liegt. Ja, wir haben ja über die verschiedenen Formen auch schon im ersten Video gesprochen, also schaut da auch gerne mal rein auf der Easy Family Seite. Wann kommen denn die Betroffenen dann zu euch? Also ist das direkt nach dem ersten Mal oder dauert das in der Regel länger? Das ist individuell so ein bisschen unterschiedlich. Je dramatischer der erste Anfall verlaufen ist, umso wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass derjenige dann auch das Krankenhaus, den Arzt aufsucht. Wenn es aber sehr kleine, subtile Anfälle sind, die oft gar nicht von, ich sag mal, Laien einer Epilepsie zuzuordnen sind, dann bleiben die sehr lange unentdeckt, bevor überhaupt der Weg dann am Ende oft erst zum Neurologen oder Epileptologen führt und die Diagnose gestellt werden kann. Da vergehen zum Teil leider auch Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Ist das denn bei Kindern, Jugendlichen, ist das da auch so mit der Diagnosestellung? Das ist ganz ähnlich. Das kommt sehr darauf an. Wenn du einen großen generalisierten Anfall hast, dann wirst du mit dem Notarzt in der Regel ins Krankenhaus gebracht. Das ist vor allem bei Fieberkrämpfen zum Beispiel so. Aber wenn du einfach nur immer wieder Abwesenheitszustände hast in der Schule oder unaufmerksam bist, dann sollte man auch daran denken, dass es sehr subtile, kurze Epilepsien gibt, die einfach nur kurz das Bewusstsein beeinträchtigen. Und das kann teilweise lange dauern, bis die Kinder dann zum Kinderneurologen kommen. Das kann sein, also dass man das unter Umständen auch mehrere Jahre dann gar nicht entdeckt? Tatsächlich ja. Deswegen empfiehlt man zum Beispiel bei sehr unaufmerksamen und sehr auch hyperaktiven Kindern auch einmal eine Hirnstromkurve zu schreiben, um das auszuschließen. Das ist jetzt total schwierig, das zu fassen, so habe ich das Gefühl. Denn ich könnte mir jetzt vorstellen, auch wenn man jetzt Zuckungen hat, heißt das jetzt nicht automatisch, das ist eine Epilepsie oder liege ich da falsch? Nee, absolut richtig. Und das ist auch nochmal wichtig, das hervorzuheben. Nicht alles, was zuckt, ist eine Epilepsie. Und da kommen ganz viele Differentialdiagnosen in Betracht. Das heißt, auch andere Erkrankungen können zu Symptomen führen, die auch mal mit zum Beispiel so einem Zucken einhergehen. Aber das muss nicht immer gleich eine Epilepsie sein, sodass es ganz wichtig ist, den Arzt aufzusuchen, damit wir die Diagnostik machen können und klar die Ursache herausfinden können, die zu diesen Symptomen geführt hat. Und eine der möglichen Ursachen ist eben eine Epilepsieerkrankung und die erfordert dann auch eine Behandlung. Und dann gehen wir mal weiter auf die Behandlung. Also starten wir dann direkt mit Medikamenten?
Das ist der typische erste Schritt. Also Ziel der Epilepsiebehandlung ist es letztlich, das Symptom der Anfälle zu verhindern, das Risiko für erneute Anfälle so minimal wie möglich zu halten. Und der erste Schritt dabei ist, Medikamente einzusetzen. Wir haben aber eine Vielzahl an Medikamenten mittlerweile zur Verfügung, knapp 30, sodass man für den Patienten jeweils dann auswählen muss, je nachdem, welche Epilepsieform zugrunde liegt und welche Vorerkrankungen oder Begleitaspekte der jeweilige Betroffene mitbringt, welches Medikament dann das geeignete ist. Und das würde man einsetzen. Und das Positive ist, dass tatsächlich eine sehr hohe Chance an Anfallsfreiheit erstmal damit verbunden ist. Mit dem ersten bzw. zweiten Medikament erreicht man tatsächlich in 2/3 der Fälle Anfallsfreiheit. Und das ist erstmal eine sehr positive Nachricht an die Betroffenen. Das hört sich also wirklich sehr positiv an. Ich stelle mir jetzt nur die Frage, Medikamente haben ja oft auch schon mal Nebenwirkungen, gerade wenn es da um die Psyche geht. Kann ich denn jetzt, wenn ich anfallsfrei bin, auch ein Medikament mal wechseln, weil ich merke, okay, da habe ich zu krasse Nebenwirkungen? Oder wie stehst du dazu? Unbedingt sollte man das mit seinem Epileptologen und Neurologen besprechen, wenn man das Gefühl hat, man hat sehr starke Nebenwirkungen, gerade auch der Psyche, man ist belastet, man ist vielleicht depressiv, dann ist das ein wichtiger Grund, über einen Medikamentenwechsel nachzudenken. Es ist aber wichtig, dass man den Weg, wenn man ihn gehen will, gemeinsam mit dem Arzt beschreitet, weil man dann auch ein Risiko in Kauf nimmt, dass vielleicht wieder Anfälle auftreten, gerade in einer Situation, wo man stabil ist, wo man als Erwachsener Auto fahren kann, wo man als Kind die Schule besuchen kann, was ja auch wichtige Faktoren im Leben sind. Also sagst du, generell kann es möglich sein, das Leben wieder zu normalisieren mit Medikamenten? Unbedingt. Das ist, glaube ich, unser Hauptziel, dass man eine normale Teilhabe, wie wir das nennen, in allen Bereichen des Lebens eigentlich trotz einer Erkrankung, trotz einer Epilepsie hat. Und das lässt sich erreichen. Das finde ich gerade ist ein total wichtiger Punkt und lässt wahrscheinlich auch einige von euch aufatmen. Wichtig ist aber auch, dass ihr wirklich auch in den Dialog mit dem behandelnden Arzt dann wirklich auch geht. Wenn aber jetzt diese Medikamente nicht ausreichen, das funktioniert irgendwie nicht, es schlägt nicht an, dann habe ich mal gehört von so einer, also ich finde, das ist ein schwieriges Wort und erschreckt auch, von einer Hirnentnahme. Was hat es denn damit auf sich? Hirnentnahme klingt ganz schlimm. Was man tatsächlich aber macht und auch gar nicht so selten macht bei Epilepsien, die aus einer bestimmten, sehr umschriebenen Gehirnregion entstehen, ist, dass man diese Teile, wenn sie nicht enorm wichtig sind für die Funktion, entfernt. Und das geht eigentlich sehr, sehr gut, weil viele gerade epilepsieauslösende Bereiche gar nicht mehr diese Funktion haben, die wir eigentlich von dem Gehirn dann erwarten. Und es fehlt dem Gehirn dann auch nicht, wenn wir dieses Stück entnehmen. Das kann eine Heilung bedeuten tatsächlich der Epilepsie und ist deswegen eine gute Option. Falls mir das jetzt doch zu abschreckend sein sollte, ich also zu viel Ängste davor habe, da gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar elektronische Impulsgeräte. Und da haben wir ja auch schon eins liegen. Kannst du uns das mal erläutern? Ja, ganz richtig. Also was wir hier sehen, ist eine Variante eines Stimulationsverfahrens, das sogenannte EASY-System, das uns ermöglicht, eben eine Stimulationsbehandlung bei einer Epilepsieerkrankung durchzuführen. Bei den sogenannten fokalen Epilepsien, die wir ja in der ersten Folge auch schon erklärt hatten. Und wie funktioniert dieses System? Also man sieht hier die Stimulationselektrode, die ist in so einem Silikon eingebettet, sodass die sich sehr gut der Kopfform anpassen kann. Und sie wird eingebracht unter die Haut, aber auf den Schädelknochen. Das heißt, ich muss den Schädelknochen auch gar nicht eröffnen, um dieses System anwenden zu können. Und das ist verbunden über dieses Kabel mit dem Impulsgeber, also sozusagen der Batterie des Systems. Und diese Elektrode wird letztlich aufgebracht über dem sogenannten Fokus, wo die epileptischen Anfälle herkommen, also der Hirnregion, wo die Anfälle entspringen oder entstehen. Und mit der Stimulation möchte man erreichen, dass man diese Netzwerke stört, sodass es seltener zu epileptischen Anfällen kommt und diese auch in der Intensität letztlich immer schwächer werden. Das ist das Ziel der Stimulationsbehandlung. Und man spricht eben auch von der sogenannten fokalen Kortex-Stimulation, weil wir über diesen Fokus den Kortex, also die Hirnrinde, stimulieren. Das heißt also durch diese, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, also durch diese Stimulation entstehen dann weniger Anfälle. Warum ist das so? Weil wir durch diesen Stimulationsimpuls die Region einerseits stören in der epileptischen Aktivität, sodass die hoffentlich gar nicht erst zu einem epileptischen Anfall wird und sich ausbreitet. Und das andere ist, dass ich durch diesen ständigen Stimulationsimpuls auch das Gehirn zu einem Umbauprozess anrege, sodass hoffentlich auch die Hemmmechanismen wieder
prominenter werden und die Anfälle besser eingrenzen können. Und was ich aber gar nicht erwähnt hatte, ist, dass hier noch ein zweites Gerät liegt und das bekommt der Patient tatsächlich ausgehändigt. Und damit kann er, wenn er dennoch verspürt, dass es jetzt zu einem epileptischen Anfall kommt, selbst die Taste tätigen und sagen, das Gerät soll jetzt gleich nochmal einen Impuls abgeben, sodass der Anfall mit einer höheren Chance hoffentlich dann nochmal eingebremst wird und möglicherweise gar nicht erst es zu einem größeren Anfall kommt oder dieser milder verläuft. Und wenn wir jetzt uns die Behandlungsmöglichkeiten anschauen, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, über die psychische Komponente auch noch mal zu sprechen. Da hatten wir ja auch in der ersten Episode eine Frage zu von einer jungen Betroffenen, die eben Wutausbrüche hat und Ängste. Können diese Ängste auch daher kommen? Also kann diese Erkrankung auch lebensbedrohlich sein? Also formal ist es erstmal eine Erkrankung, die sehr gut behandelbar ist, sodass die meisten Patienten ein recht normales Leben führen können. Allerdings ist es schon so, dass man die Risiken kennen sollte, die mit epileptischen Anfällen auch assoziiert sind, einhergehen. Und das kann im schlimmsten Fall auch so weit gehen, dass das zum plötzlichen unerwarteten Versterben, dem sogenannten SUDEP, führen kann. Das ist auch etwas, was wir tatsächlich den Betroffenen gegenüber thematisieren, weil es etwas ist, was zum Glück sehr selten auftritt. Also pro Jahr betrifft es einen von 1000 Epilepsie-Erkrankten. Und man kann Einfluss nehmen auf das Risiko, sodass das etwas ist, was im Gespräch adressiert werden sollte, weil man durchaus auch das Risiko hierfür reduzieren kann. Also wie ich jetzt rausgehört habe, passiert das nur sehr, sehr selten. Ich kann mir aber jetzt persönlich auch noch vorstellen, dass es da ganz viele andere Ängste gibt. Wie wichtig ist denn da die psychologische Begleitung? Das Angebot einer psychologischen Behandlung ist sehr wichtig und das machen wir auch ganz regelmäßig, weil der Umgang und der Alltag mit Epilepsie sind ein wichtiges Thema und der begleitet einen immer als jemand, der Epilepsie hat. Insofern besprechen wir das immer und versuchen immer, Unterstützung auch mit zu organisieren. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine weitere Frage aus der Easy Family Community von einer Mutter, deren Kind an generalisierten Anfällen leidet. Und sie schreibt, da ich kein großer Fan von Medikamenten bin, gerade bei meiner Tochter, die erst 5 Jahre alt ist, frage ich mich, ob eine ketogene Diät jetzt Sinn macht. Das ist eine sicherlich sehr gute Frage, weil sie nochmal einen anderen Therapieaspekt aufgreift. Die ketogene Diät ist eine sehr eingreifende Veränderung der Ernährung für Menschen mit Epilepsie, bei der man im Wesentlichen fast ausschließlich sich von Fetten und auch Eiweißen ernährt und Kohlenhydrate, also fast vollständig weglässt. Und damit hat das Gehirn eine andere Energieversorgungsmöglichkeit, die es dann auch nutzt. Aber es ist durchaus auch eine sehr eingreifende Veränderung des Lebens und gerade für Kinder dementsprechend oft sehr mit Veränderungen im Sozialleben verbunden, sodass wir es nicht regelhaft bei jedem einsetzen können. Es gibt wenige Fälle, wo es sehr gut in Frage kommt und ansonsten sollte man es sehr stark diskutieren, weil es ist nicht einfach nur eine leichte Ernährungsveränderung. Also lieber Steffen, vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage, dieser wichtigen Frage und auch danke euch für eure Expertise. Schön, dass ihr da wart. Danke. Sehr gerne. Also, Epilepsie ist behandelbar und falls ihr jetzt Fragen habt, dann stellt sie gerne auf unserer Easy Family Seite. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Talk und da geht es ja um Betroffene. Also sie erzählen aus ihrem Leben und ich hoffe, dass ihr auch wieder mit dabei seid.